Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 29. Januar 2018? Heute ist wieder mal ein Schicksalstag und ich erkläre auch warum. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Himmelskaiser und der Himmelskaiser bewegt sich gerade im Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. Gegenüber vom Palast des Nordens befindet sich die Palast des Südens, was die chinesischen Astrologen als rote Vogel bezeichnen. Und in diesem Palast des Südens bewegt sich unser Planet Erde. In westlichen Astrologie heißt es, unser Planet Erde bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Löwe. In diesem Palast des Südens befindet sich auch der Mond. Die chinesischen Astrologen sagen, die Himmelskaiserin, also der Mond, befindet sich auch in diesem Palast des Südens. In westlichen Astrologie heißt es, Mond bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Krebs und hat eine zunehmende Mondphase, nähert sich zu Erde, nähert sich zu Vollmond und 31. Januar ist Vollmond. Jeder Palast hat eine Mitte. Jedes Mal, wenn Sonne oder Mond die Paläste wechselt, zieht erstmal zurück in die Mitte. Und in dieser Mitte, in diesem Rückzug, befindet sich gerade der Mond. In die Mitte herrscht der Polarstern und dient zum Orientierung. Immerhin ist es der Nordpol. Und auch Saturn beherrscht die Mitte, weil Saturn zeigt, wir sollen geduldig sein, etwas planen, vernünftig sein und erst dann handeln. Wir brauchen einen Plan, eine Struktur. Und genau das vermittelt gerade dieser Rückzug der Mondes, wenn ich das aus dem Sicht der chinesischen Astrologie betrachte. Aber hat eine Bedeutung auch für den heutigen Schicksalstag, weil genau darum geht es auch, diese Rückzüge und warum und was für Zeichen sollen wir geben und was für Zeichen sollen wir auch erkennen, weil das hat eine Bedeutung. Welche Zeichen ist es? Alhena ist ein Stern im Himmel und bedeutet übersetzt ein Zeichen. Und diese Zeichen, diese Alhena, bestrahlt gerade der Mondbewegung, also hat eine Botschaft für uns. Entweder bekommen wir heute ein Zeichen, das kann ein Lied sein, ein Traum, ein Nummernschildtafel, wie auch immer, wo wir dann dieses Gefühl bekommen, oh, das war ein Zeichen, das sagt für mich etwas aus. Kann auch bedeuten, dass wir Signal aussetzen sollen, wie wir fühlen, wie wir denken, was denken wir, wie fühlen wir uns, damit der andere das versteht, ein Zeichen zum Geben. Und besonders bei diesem Schicksalstag ist es sehr wichtig, aber das erkläre ich gleich. Nicht nur Alhena bestrahlt die Mondbewegung, diese Zeichen zu geben und Zeichen wahrzunehmen, sondern auch Sirius. Sirius ist einer von den hell leuchtenden Sternen im Himmel, wurde bei Ägyptern verehrt. Sogar die Pyramiden wurden so gebaut, sie zeigen in diese Richtung Sirius. Hat auch mit Richtung etwas zu tun. Warum? Sirius befindet sich im Sternbild Großer Hund. Es gibt ein Sternbild, heißt Kleiner Hund und gibt dieses Sternbild der Große Hund. Und genau hier befindet sich Sirius. Was für Hund ist es? Das sind die Hund von Orion, der himmlischen Jäger. Das Sternbild Orion ist dieser himmlische Jäger und hat diese Jagdhunde, der große Hund und der kleine Hund.
Warum sind dies so interessant? Weil sie zeigen eine Richtung. Sie zeigen Richtung Polarstern. Das ist der Nordpol. Und dieser Polarstern ist wichtig zum Orientieren. Und das, was gerade vermittelt wird. Wir brauchen eine Richtung. Wir müssen orientieren. Wir sollen ein Signal setzen oder ein Signal annehmen, ein Zeichen wahrnehmen und noch im Rückzug sein, noch etwas planen, strukturieren und dann in diese Richtung gehen. Also das ist die Botschaft, was die Sterne und auch die Mond uns vermittelt. Und jetzt erkläre ich, warum ist das ein Schicksalstag? Mond bewegt sich um die Erde, hat seine eigenen Laufbahn. Und in diesem Mondumlaufbahn gibt's einen Punkt, was die Mond erreicht, jeden Monat. Und dieser Punkt ist aus der Erde aus gesehen die weiteste Punkt im Mondumlaufbahn. Es ist kein Himmelskörper, sondern ein Schnittpunkt im Himmel. Und dieser Schnittpunkt ist ein Energiefeld und wird bezeichnet als schwarzer Mond oder die Schwester des Mondes. Oder man sagt auch, das ist die Lilith. Und Lilith kennen wir aus der Mythologie. Wenn die Mond erreicht, dieser Punkt, dieser weiteste Punkt aus der Erde aus gesehen, löst etwas aus. Wenn gegenüber steht wie heute, Mond und der schwarze Mond, diese Lilith-Energie, sie stehen gegenüber, löst auch etwas aus. Und es beeinflusst unserem Gefühlen. Was ist diese Lilith-Energie, wenn wir verspüren die Sehnsüchte, die Wünsche, die Träume, die Visionen, und das haben wir alle. Und dann gibt es Tage, wo wir daran glauben, wo wir überzeugt sind, dass das alles erreichbar ist. Und dann gibt's Tage, wo wir anfangen zum Zweifeln. Gibt's auch diese Schnittpunkte im Himmel. Dann gibt's auch Tage, wo wir das befestigen wollen und wir brauchen eine Bestätigung, ein Zeichen, ein Signal, dass dieser Traum realistisch ist, dass dieser Wunsch, diese Sehnsucht zum Erfüllung geht. Und genau das passiert heute, weil die Mondbewegung ist in die Nähe von die Erde. Es ist auch bald Vollmond, also Mond bewegt sich gerade ganz nah zu die Erde. Und Erde bedeutet Realität, Taten, ein fester Boden unter unseren Füßen, etwas, was wir greifen können, eine Bestätigung, das wollen wir sehen oder wahrnehmen. Und dadurch diese Lilith-Energie sind das die Wünsche, die Träume, die Sehnsüchte, das sind Gefühle und Gedanken. Aber in solchem Tag wie heute möchten wir das erleben. Wir möchten da eine Struktur, dass das Realität wird. Weil die Mond ganz nah in die Erde befindet. Und das Verspüren, wie das wirkt auf unserem Gefühlszustand. Und genau wenn die beiden gegenüberstehen, Lilith und Mond, also Mond oder die Schwester des Mondes oder der schwarze Mond und die Mond, die stehen gegenüber in einer Position der Opposition, heißt es. Opposition, die stehen gegenüber. Also die Mondbewegung aktiviert heute die Lilith-Energiefeld. Nicht, weil in diesem Punkt gerade bewegt, sondern weil gegenüber steht und steht nah zu der Erde. Und es löst etwas aus. Und diesen Tagen nenne ich als Schicksalstage, weil das bestimmt unserem Schicksal. Es gibt Menschen, die vertrauen an ihren Träume, Visionen. Die geben das nicht auf. Die sind davon überzeugt, wenn sie das als Ziel setzen, dann ist es auch erreichbar. Und diese Menschen haben Erfolg im Leben. Die haben diese Glauben
an dieser Vision, die haben diese Überzeugungskraft und die zeigen auch diese Kraft. Sie setzen das im Tat um und sie geben das nicht auf. Und heute, wenn das so erdennah die Mond bewegt, haben auch diese Bedürfnis, das zu erleben, das zu befestigen. Und die Mond nach chinesischer Astrologie, wie sich das zurückzieht, brauchen wir auch einen Plan dazu oder diese Kraft oder diese Überzeugungskraft, diese innere Ruhe, weil daran liegt die Kraft, das Befestigen, dass wir an diesem Traum, diesem Wunsch, an diesem Sehnsucht auch glauben. Und wir haben auch diese Stärke, aber auch diese Bedürfnisse. Nicht nur, weil wir daran glauben, sondern wir erwarten ein Signal, ein Zeichen. Und das zeigt auch alle jener, bestrahlt auch die Mondbewegung. Wir brauchen eine Bestätigung. Und worauf sollen wir achten? Weil hier kommt etwas im Gleichgewicht. Die beiden Energiefelder stehen gegenüber wie die Waagschale. Und das darf nicht umkippen, weil so kommt das in Harmonie. Die Zeichen, was wir erleben, das kann ein Traum sein oder wir hören eine Musik im Radio und sendet Signale aus und dann haben wir das Gefühl, das Lied spricht zu uns. Also wir bekommen ein Signal, ein Zeichen. Und nicht nur Erwartungen stellen oder warten auf den Zeichen, auf diesem Zeichnen, sondern überlegen, was wäre dann, wenn wir ein Signal aussetzen, besonders wenn es um die Liebe geht, mal die anderen zuzugehen, mal Gefühlen zeigen oder Interesse zeigen. Und das sollen wir heute ausbalancieren. Aber die Mond bewegt sich im Krebs und es ist die Rückzug, die Neigung zu Rückzug. Und dieser Rückzug kann gut sein, wie die Mondbewegung nach chinesischer Astrologie zeigt, auch geduldig sein, zurückziehen, orientieren, etwas planen, etwas vorbereiten. Dafür ist es gut, dieser Rückzug. Aber wenn ein Rückzug ist, weil wir nicht mehr glauben an diesen Traum oder verletzt fühlen und ziehen wir uns zurück und geben wir das auf, das ist nicht so gut. Also, es ist auch wichtig, da Gedanken zu machen, wie wichtig ist die Ruhe, dieser Rückzug, aber nicht, weil wir das aufgeben, diese Sehnsüchte, diese Träume oder diese Wünsche, sondern das wird als Ziel setzen und einen Plan machen, wie erreiche ich diese Ziele. Und das in dieser Orientierung und das zeigt diese nach chinesischer Astrologie die Mitte des Palastes, die Polarstern und Saturn, Orientierung, Strukturierung und zeigt auch Sirius, dieser Stern, wo das Ganze bestrahlt, orientiere eine bestimmte Richtung. Und was ist diese Richtung? Sirius zeigt nach dem Polarstern. Aber wir brauchen auch jetzt nicht nach dem Polarstern orientieren, sondern an unseren Zielen orientieren. Und das ist gerade wichtig, dass wir unsere Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen wahrnehmen. Wir werden auch wahrnehmen, weil dieses Gefühl wird aktiviert und es wird auch ernst nehmen und nicht aufgeben und zurückziehen und neue Richtung suchen, sondern ja, zurückziehen, ja, damit wir orientieren, etwas noch planen, aufschreiben, als Ziel setzen, wie mache ich diese Schritte, wie erreiche ich die Ziele. Dazu ist noch diese Lilith-Energie im Tierkreiszeichen Steinbock. Also das hat mit Zielsetzung etwas zu tun, das zum auch ernst nehmen und geduldig zu sein, bis das ausgearbeitet ist und auf ein Zeichen achten oder ein Signal, ein Zeichen auch geben. Und so kommt das in Bewegung. Und ab morgen ist die Bewegung schon da. Und wenn Vollmond da ist, dann wird das klar und deutlich sein. Entweder weil kommt eine Bestätigung oder wir sehen richtig, in welchem Weg ist das wirklich die richtige, da werden wir das den Vollmond noch überprüfen, nochmal. Also das sind die Einflüsse von Sternen, aber wir haben noch Einflüsse auch von Planeten und dazu noch die beiden Lichter, Sonne und Mond. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann im Osthorizont auf.
Und hier ist Thema das Selbstdarstellung, eine gewisse Ruhe, auch dieser Rückzug, so ähnlich die Wünsche, Sehnsüchte auch ernst nehmen und das Versuchen zu erreichen auch in Form zu bringen, weil die Bedürfnis ist da, das Umsetzen im Tat. Und das trifft natürlich auch die Wassermanngeborenen, also sie brauchen auch einen gewissen Rückzug, das im Gleichgewicht halten, wann sollen sie aktiv sein, wann sollen sie etwas in Bewegung setzen, sich präsentieren und zeigen, weil diese Öffentlichkeit, diese Selbstdarstellung ist auch sehr wichtig, aber ein gewisser Rückzug brauchen die Wassermanngeborenen auch, weil sie benötigen auch diese Ruhe und etwas vorbereiten, etwas planen, das kommt noch dazu. Wichtiges Thema wird auch noch sein die Liebe, Partnerschaft. Sie fühlen sich etwas unsicher oder warten auf ein Zeichen, auf eine Bestätigung. Und das ist wichtig, nicht aufgeben, die Gefühle hören, auf ein Zeichen zu hören oder wirklich ein Signal aussetzen, auf anderen zuzugehen, weil das soll im Gleichgewicht sein, nicht nur passiv, sondern auch aktiv und nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen. Und keine Erwartungen, sondern auch Gefühlen, Interesse auch zeigen anderen gegenüber. Aber das darf nicht einseitig sein. Und genau das sind die Thematik bei die Wassermanngeborenen. Und es wird wichtige Thema sein, natürlich die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen kommt etwas im Fluss. Sie werden jetzt wahrgenommen, sind sehr intuitiv. Alte Verletzungen werden geheilt. Sie befinden sich in dieser Wandlung des eigenen Energiefeld, diese Kraft zu spüren, diese Heilung auch, weil die Fischengeborenen heilen gerade alten Verletzungen, alten Wunden und sie spüren gerade die Stärke in sich selbst und kommt auch die Bestätigung, weil sie werden wahrgenommen oder bekommen eine Anerkennung oder werden sie bewundert gerade. Sie haben zurzeit eine tolle Auftreten, eine tolle Ausstrahlung und das steigert sich noch in die kommenden Tage. Sie kommen hoch und sie kommen ins Licht quasi, sie setzen sich selbst auch vielleicht unbewusst im Mittelpunkt und diese Bewunderung, diese Anerkennung werden sie in die nächste Zeit auch erleben. Und es ist ein schönes Gefühl, das stärkt das Selbstbewusstsein, das Selbstbild und heilt alten Wunden. Und sie sind gerade dabei loslassen und von diesem alten Schmerz oder verletzten Gefühlen auch verabschieden. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen war Thema Werte, Wertschätzung, Finanzen in die vergangenen Tagen, war das wie eine Sperre da unbeweglich, keine guten Investitionen, es ist alles so stehen geblieben und jetzt kommen von dieser Enge raus und bewegt sich etwas. Thema ist immer noch die Werte, Wertschätzung und Finanzen, aber das kommt jetzt im Fluss. Was eventuell unangenehm sein kann, das ist ein Gespräch. Kann auch bedeuten, dass geheime Gespräche geführt werden, weil das Ganze im Verborgenen spielt sich das ab. Entweder bedeutet das, dass die Wiedergeborenen Neider haben und werden Lästereien geben oder Intriganten, kann passieren, kann auch bedeuten, dass die Wiedergeborenen haben ein Geheimnis erzählt an jemanden und besteht die Gefahr, dass das weitererzählt wird. Also hier ist sehr wichtig zu beachten, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das trifft auf den Punkt, gerade bei Wiedergeborenen, lieber schweigen, dann kann nichts passieren. Und es ist möglich, dass da irgendwelche Neider Lügen verbreiten oder Intrigen schmieden, hinter dem Rücken natürlich nicht direkt ins Auge. Also diese Gefahr besteht momentan und das löst gerade aus die Uranus- und Merkur-Verbindung. Und Merkur steht im Bereich, wo die Geheimnisse und auch die Feinde stehen, nach alten astrologischen Mustern. So haben die alten Astrologen das beschrieben.
Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist etwas in Bewegung, in vertrauter Umgebung, eine Einladung, ein Fest, Kontakte mit Verwandten, kann auch ein Umzug sein, aber auch in Umgebung oder eine Einladung. Und die nächste Zeit, und das hat schon begonnen, kommen die Werte, die Wertschätzung, die Finanzen und sind gerade dabei, die Stiergeborenen, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Und sie haben auch eine gute Möglichkeit, Chancen, das wirklich im Fluss zu bringen. Also die heutige Energie eignet sich dafür, eine gute etwas kaufen im guten Preis oder etwas investieren oder Gewinn zu machen. Also dass diese Energie hat sich begonnen. Die Mondeinfluss unterstützt dabei die Stiergeborenen. Natürlich bei den Tagen, wo das eingeschränkt sind, aber heute ist die Finanzen im Fluss. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität oder eine Struktur bei etwas, was die Zwillingsgeborenen gerade starten. Sie arbeiten daran, dass dieses Fundament stimmig ist. Also sie werden jetzt nicht spontan handeln und spontan Entscheidungen treffen, sondern die vorbereiten etwas und eine Basis brauchen gerade die Zwillingsgeborenen. Eine Basis, eine Struktur, ein Fundament, damit das zu Erfolg führt. Und da machen die Zwillingsgeborenen Gedanken und eine Planung. Sie brauchen gerade diesen Rückzug, was ich auch erzählt habe, dieser Rückzug, Ziele setzen, etwas planen, vorbereiten und da die Ideen einbringen, weil das ist dann stabil. Das hat Hand und Fuß und dabei sind sie gerade etwas aufbauen, etwas starten und sie machen gerade die Fundament dazu. Viele Zwillingsgeborenen erleben das so, dass sie die Ruhe brauchen und die genießen die Gemütlichkeit, die eigene vier Wände, die Zuhause. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist etwas in Bewegung, auch in beruflichen Situationen. Sie werden ihre Ideen dann auch umsetzen. Viele Krebsgeborenen suchen ihren wahren Beruf und möchten sie was beruflich verändern. Sie haben tolle Ideen, aber sie spüren diese schöpferische Kraft gerade und sie haben dieses Bedürfnis, diese schöpferische Kraft, diesen Wunsch, worüber wir in diesem Schicksalstag auch, wie ich das erklärt habe, sie haben diesen Wunsch, das im Beruflichen umzusetzen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmische Themen immer noch. Es ist immer noch ein wichtiger Bereich, Lebensbereich, die Liebe, Partnerschaft. Es ist vielleicht nicht immer einfach, weil eine karmische Beziehung ist nicht einfach. Wenn wir an Karma glauben, dann glauben an früheren Leben. Und das sind karmische Erinnerungen, aber auch Begegnungen mit Seelen. Hier spreche ich, wie sich die Seelen sich nochmal begegnen. Und das passiert oft in die Liebe, Partnerschaft. Und auch wenn zwei Menschen sich erstmal treffen und fremd sind, aber die Seelen erkennen sie sich und entsteht dieses Gefühl, oh, wir kennen uns schon eine Ewigkeit. Ein Vertrauen ist sofort da und entstehen auch tiefe Gefühle. Aber Lernaufgaben haben wir immer bei einer karmischen Liebe, weil wenn das perfekt gewesen wäre, dann warum sollte die Schicksal das nochmal wiederholen? Also es muss etwas offen sein, entweder weil das war eine unerfüllte Liebe, oder hat man nichts gelernt draus und sollte man etwas verbessern? Das Schicksal schenkt uns nochmal diese Chance, das in Ordnung zu bringen. Und das sind die Thematik gerade bei vielen Löwengeborenen. Jetzt kommt dazu noch die berufliche Situation, wo viele Löwengeborenen in die nächste Zeit ihren wahren Berufung leben und gerade in diese Schicksalstag, wo Lilith Mond in Verbindung steht oder Mond aktiviert diesen Punkt Lilith, wo wir dann spüren, dass das sind Gefühle, das ist nicht mal die Verstand, dass man da klare Gedanken macht, welche Wünsche wir haben, sondern es sind Emotionen, die Emotionen berührt das Ganze. Wir fühlen
dass wir in andere Richtung gehen möchten, weil wir Wünsche haben, Sehnsüchte haben, Träume, Visionen. Und diese Schicksalstage sind entscheidende, ob wir in diesen Weg gehen, ob wir das im Ziel setzen, ob wir daran zweifeln oder aufgeben. Deswegen nenne ich diesen Tagen Schicksalstage. Und heute ist die Bedürfnis da, das zu befestigen, das realisieren. Und das ist auch Thema bei den Löwengeborenen. Und zurzeit wird auch die berufliche Situation sein, dass die Löwengeborenen, viele Löwengeborenen, die wahre Berufung suchen. Weil hier spielt noch die Karma auch noch eine Rolle. Liebe Partnerschaft ist auch wichtig bei der Jungfrau geboren. Und sie warten auf ein Zeichen, weil die fühlen sich unsicher. Aber nicht nur warten und zurückziehen. Zurückziehen ist gut, zur Ruhe zu kommen und Kraft sammeln, aber nicht weglaufen, sondern zurückziehen und dann überlegen, Klarheit zu bekommen, Ruhe und Kraft sammeln und dann in Bewegung setzen und auf anderen zuzugehen oder Gefühle zeigen oder ein Signal setzen. Und genau das sollen die Jungfraugeborenen ausbalancieren. Eine gute Nachricht kommt und damit können die Jungfraugeborenen auch rechnen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen bringen etwas in Ordnung, was die Ämter betrifft. Das kann Finanzamt sein oder Banken oder eine erbschaftliche Situation. Und nicht nur da kommt die Bewegung und die Ordnung, sondern sie sehen vieles mit anderen Augen, wo sie vielleicht nicht gerne anschauen, wenn es um Veränderungen geht, weil da ist nicht einfach für die Wagengeborenen gerade klare Entscheidungen treffen. Aber genau das spiegelt momentan das Schicksal. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist immer noch ein Thema Ausland, eine Reise oder Kontakte zu Ausland oder ein Besuch von Ausland oder eine Fremdsprache oder eine Reise planen. Aber diese Reise kann auch eine innere Reise sein, damit man die Zusammenhänge zuerkennt. Sie suchen dieses Selbstbild, die Selbsterkenntnis, aber nicht oberflächlich, sondern die Skorpiongeborenen gehen jetzt auch in die Tiefe. Und viele gehen auch in eine spirituelle Richtung oder suchen den Weg in Religion oder suchen Gott oder dieses Selbstbild. Also das sind die Themen, was gerade die Skorpiongeborenen beschäftigt. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten und Chancenmöglichkeiten haben gerade die Skorpiongeborenen, etwas zu bewältigen, etwas verändern, Kraft zu zeigen, sich zu durchsetzen. Und sie spüren auch nicht nur diese Bewegung, sondern sie spüren auch die inneren Kraft. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben gerade Glück in beruflichen Situationen. Sie werden wahrgenommen, sie bekommen Chancen, sie bekommen Anerkennung, es ist schon ein Aufstieg. Die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Sie zeigen auch Kraft und Mut, dass sie in die Lage sind, das in Hand zu nehmen, etwas zu verbessern oder verändern beruflich. In die Liebe, Partnerschaft verspüren auch eine gewisse Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen sind Momente, wo alles zu viel ist und am liebsten würden sie sich verbergen oder verstecken, aber das ist nicht die Lösung, sondern die Lösung ist, diese Wünsche auch ernst zu nehmen. Diese Lilith-Energie bewegt sich auch gerade im Tierkreiszeichen Steinbock und wird vom Mond aktiviert. Die beiden stehen gegenüber und das Ausbalancieren und da Gedanken machen. Und weil die Bedürfnis da ist, gerade das Umsetzen im Realität, im Tat, da brauchen die Steinbock-Geborenen einen gewissen Rückzug, einen Plan und dann können sie starten, etwas in Bewegung setzen, Schritte machen, damit sie dieses Ziel auch erreichen. Die Gespräche, diese Merkur-Uranus-Verbindung kann unangenehm sein oder gemein sein. Hier handelt es sich auch um Feinde auch, aber nicht so heftig wie bei Wiedergeborenen, bei nun bei
Steinbock-Geborenen kommt nicht nur diese Uranus-Energie dazu, sondern auch anderen Einflüsse von Jupiter. Das bedeutet, durch Möglichkeit oder die Problem wird gelöst oder wird das doch besprechen oder siegt die Gerechtigkeit. Also die Steinbock-Geborenen haben da Sieg. Die erfahren die Wahrheit oder sie enthüllen das, was die Feinde so verbreiten. Also die haben einen bessere Umgang damit, weil es kommen noch andere Einflüsse auch noch dazu. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.